Frank. Hallo, ihr Lieben. So, hello, hello, my lovely friends. Welcome und willkommen zu einem kleinen Gespräch, a little chat about the 3-Day-Body-Klasse in Vienna, über die 3-Tage-Körperklasse in Wien von 12. bis 14. August. From the 12th to the 14th of August. Yay. So. Hi, ciao everybody. Hello. Hi. So, hallo ihr Lieben, und ja, ich freue mich riesig, dass ich wieder einen 3-Tage-Körperkurs mit meiner Freundin Caletta gemeinsam in Wien machen darf, denn das kreiert so Unglaubliches. Then I'm so thrilled that I'm doing a 3-Day-Body-Class with my friend Caletta, because this creates so much more. Wisst ihr, ihr Lieben, so. Ich glaube, jeder habt ja realisiert, dass jeder von uns einen Körper hat, ja, und die Körper interagieren mit anderen Körpern. So maybe you have realized that all we all do have a body and that the bodies are talking to each other. Und wie viel mehr kann das kreieren, wenn da ganz, ganz viele verschiedene Körper von verschiedenen Ländern zusammenkommen? 3 Tage. And how much more can this create when bodies from different countries come together for 3 days? Und was kann da hochkommen? Was kann sich da tief abgespeichertes jetzt endlich verabschieden? And what can come up and what is deeply in your bodies that can really go away? Und was können wir Neues miteinander einladen? And what can we invite differently with each other? Und einfach diese Körperprozesse leben haben. Mich, meinen Körper, mein Leben total verändert. And these body processes have really done with me, my body, they just created such a different way to be with it. Und das Coole ist, sie haben mich eingeladen, komplett aus meinem Verstand herauszugehen. And the cool thing is, I was invited to really go out of my mind. Und du kannst so viel mehr verändern, als du glaubst und denkst, was möglich ist, wenn du dich auf diese wunderbaren Energien einlässt. And you can change so much more. With you really go deeply in these wonderful energies. So, Caletta, ich glaube, du bist ja auch so begeistert. Wie ist das so für dich? So, Galita, I think you are also very excited. So, how is it for you? Yes, I am amazingly excited. First of all, I love facilitating with you, Maria. So, erstmal bin ich riesig aufgeregt und ich liebe es, mit dir, Maria, zu facilitieren. Like, it's so much more fun and easier for our bodies and more powerful from what I got. Und es ist so viel mehr Spaß und so viel kraftvoller von dem, was ich hier weiß. Because we have two bodies, our bodies that facilitate the class and of course us. So, wir haben 2 Körper, die den Kurs facilitieren, und natürlich auch uns. And the second exciting thing for me is Vienna, which for my body is so much more receiving because of the royal quality of Vienna. Und was für mich da ist, ist so aufregend über die Energie von Wien, diese royale Energie. And what do I want to say is like, when I go to Vienna, I am so excited about going to museums, on the streets, everything. I so much love it that my level of receiving increases exponentially. Und was ich liebe an Wien ist, auch in Museen zu gehen und auf der Straße zu sein und dass sich mein Empfangen richtig exponentialisiert. So I will invite people to also pay attention what places, cities open up your body and you, the being, to receive more and choose those places. Und ich möchte euch so sehr einladen, wirklich darauf zu schauen. Was wird eure Körper, wo könnt ihr mehr empfangen und was sind die Orte? And Like, I know when genau. you live, yes, when you live in a city, you know, you kind of don't get it totally because it's your city. Und wenn du in so einer Stadt lebst,
dann checkst du es vielleicht nicht ganz, weil es ja deine Stadt ist. But for me, I have few cities that I know in Europe, but only thinking about going there, like my body is just like, yes, let's go. Und ich weiß, ich habe da einige Städte, wenn ich zu meinem Körper sage, wir gehen dahin, dann sagt er einfach nur, ja, lass uns gehen. So I was very happy when I saw that Dane chosen for the advanced body class, Vienna, this year. Also ich war auch sehr happy und glücklich, als ich gesehen habe, dass Dane für den fortgeschrittenen Körperkurs sich Wien ausgesucht hatte. So I wrote Maria, Maria, let's create a possibility for people to have 6 days of body yumminess in Vienna. Also habe ich Maria geschrieben und habe gesagt, lass uns 6 Tage von Körperyummy haben in Wien. Und dein Wunsch wurde erfüllt. And your wish was fulfilled. Yes. And yes, that's why I want to make people aware also about this possibility, like enjoying also the city together with the receiving of the body classes. Das ist das, wo ich die Leute, euch Leute auch einladen möchte, wirklich das gemeinsame Empfangen auch mit der Stadt und den Körpern zu haben. And I know many people have kind of not so much ease with bodies these days. So what this, you know, the energies from the body processes can contribute for that ease. Ich weiß, dass viele Leute jetzt gerade nicht so viel Leichtigkeit mit ihren Körpern haben. Und was kann diese Energie und diese Energien dazu beitragen? And for me, the body process classes are the ones that you look back. And you see the changes after 1 year, you totally see how it changed your life. Und es ist auch so, wenn du vielleicht dann ein Jahr zurückschaust und du bemerkst dann, oh, das hat ja mein Leben völlig verändert. And you are lying on tables for 3 days. Und du liegst da auf Tischen 3 Tage lang. And it seems to be nothing, just lying there. Und es sieht so aus, als ob du nichts machst. Yes, and as Maria said, like, where do you get to put your mind to give it a break and really let the body to just receive the food, the energy, what it requires? Und was, wenn du deinem Verstand, so wie Maria schon gesagt hat, einfach eine Pause gibst und auch das Essen empfängst und die Körper? I remember once, you know, at the beginning when I started telling to Gary, like, when I am doing the body processes, I cannot think. And he told me, like, good luck with thinking while you are doing body processes. And it's true. Und Gary hat einmal gesagt, also ich habe zu Gary einmal gesagt, es ist so cool, ich brauche nicht denken oder ich kann nicht denken, wenn ich Körperprozesse empfange. Und er sagt, na viel Vergnügen zu denken, während du Körperprozesse empfängst. Ja, Also wir die lieben. Yes, sorry. It's so much fun to see at the beginning, like people are a bit in the head when we start, and then after one swap, it's like everybody is just like getting what it means, a body class. Es ist so lustig, wenn wir die Leute sehen am Anfang des Kurses, wo sie so noch immer im Kopf sind und nach einem Austausch, wie sich das entspannt und wie sie wirklich in den Körpern sind. Das wollte ich gerade ansprechen, was du jetzt gesagt hast, war wirklich nach einer Runde schon einen Austausch, welche, wie das wirklich da oben der Verstand aufhört und die Entspannung eintritt. And this is what I wanted to say too. This is where after one swap you can see how this thing here up goes away and the relaxation starts being. Und ich bin jedes Mal so, und wir machen doch beide sehr viele und schon seit Jahren diese Körperkurse. And we are doing both since several years or l l yeah, several years body process classes. Und ich bin jedes Mal so wirklich aufs Neue überrascht und so dankbar, wie wirklich in allen Bereichen diese Körperprozesse etwas bewirken und verändern können. And I'm also so excited and thrilled that everything is like the bodies, how they change and how much more receiving starts beginning. Und nur ein Beispiel da herauszunehmen. And just one example. Wenn du zum Beispiel irgendwas sagst, ich habe gerade ein massives Geldthema, als Beispiel. When, as example, if you say you do have a massive money problem.
dann hast du vielleicht mit deinem Verstand logische Erklärungen dafür, warum. Then you maybe do have for your mind a logical thing, so you know why. Und ohne dass du jetzt mit dem Verstand hineingehst, gibt es so viele Körperprozesse, die diese Situation verändern können. And if you don't go in with your mind, then there are so many body processes to change that. Weil da ist so viel mehr abgespeichert und so viel mehr, als wir glauben und denken. Because there's so much more as we think is in our bodies, locked in our bodies. Und wenn du dich darauf einlässt, dann kann sich so, das ist so eigentlich unglaublich, wie toll sich das verändern kann. And it's so amazing how this can change. Und es ist einfach, du irgendwo, dein Körper sucht sich etwas aus und nicht nur das eine, sondern es fängt sich alles an zu bewegen, wo du gerade stehst, wo etwas stagnierst. Du kommst wieder in Bewegung, in Fluss. And your body is choosing the process, and then it's something is going on, and it's already moving and moving more. Und es ist einfach, ich finde es ein riesen, riesen Geschenk. Ich bin so, so dankbar für diese Körperprozesse. And I'm so, I do have so much gratitude for these body processes. And the first thing you said, das erste, was du gesagt hast, Maria? Das war vor 10 Sekunden, Ja, ihr Lieben. ich So, ihr Lieben, also, so wie Kaletta schon gesagt hat, die Körperfestspiele in Wien sind eröffnet. And as Carletta said, the Body Festival in Vienna is open. So, Kaletta und ich machen von Montag bis Mittwoch, 12. bis 14. August, eben gemeinsam diesen 3-Tage-Körperkurs. And Carletta and me are doing this body process class from 12th to 14th of August. Und dann habt ihr einen Tag Möglichkeit, Wien zu besichtigen. And then you do have one day and you can visit Vienna. Und dann kommt Dr. Dehn hier mit seiner Advanced Body Klasse, ist auch dann anschließend in Wien. And then after this, Dane here is in Vienna with the Advanced Body Class. Also, welche unglaublichen Möglichkeiten warten da auf dich und deinen Körper? So what incredible possibilities are waiting for you and your body? And maybe we should say you need two body classes to Denke, go to a Advanced Body Class. Vielleicht sollten wir auch noch erwähnen, dass du zwei Körperprozesskurse brauchst, 3 Tage Körperprozesskurse brauchst, um zum fortgeschrittenen Körperkurs zu gehen. also was auch immer du willst, So whatever you will choose. welche ja wirklich wunderschöne Veränderung wartet da auf dich? What incredible change is waiting for you. Yes. And I wonder, Margaret, if you have any question, for us or something. You yourself. Ich frage mich jetzt, Margarete, vielleicht hast du auch eine Frage für uns. Yes, it's funny, because I do have a daughter, she's 17, and you know, a 17-year-old daughter is sometimes you are a little arguing with her. What can this change for bodies? Also ich habe eine 17-jährige Tochter und 17 ist gerade so ein Alter. Und was kann das auch hier verändern für Körper? Yes, I wanted to say something about this. The beauty with the body class is that not only your body gets to benefit, your body learn these energies and then gets to contribute to everybody around us. Also, und das wollte ich ja auch sagen. Es ist nicht nur, dass nur dein Körper empfängt, sondern du kannst dann auch der Beitrag sein mit deinem Körper zu allen Körpern um dich herum. And I know many of us, if not most of us, would like to, to contribute to the world, to the family, to friends all the time. So, yes. Ich weiß, viele von uns wollen einfach der Welt beitragen, der Familie, den Freunden. And this is a way that we get to contribute without, saving people or trying to fix them or, annoying them with our processing. Das ist eine Art und Weise, wie wir wirklich aufhören können, Leute retten zu wollen, die anzuzipfen mit unseren Körperprozessen. Because bodies just contribute. They just do it, activate these energies in other bodies naturally, and sometimes we don't realize it. Weil die Körper, die aktivieren einfach diese Prozesse und diese Energien in anderen Körpern und wir realisieren es nicht mal.
That's why people say, like, I did a class and my family is different. Das ist auch, wo Leute sagen, ich habe einen Kurs besucht und meine Familie ist ganz anders. Let's see what would create for your daughter, Margaret. Ja, lass uns sehen, was es für sie kreiert, für deine Tochter. Yes. And she once said, she was 5 when I started with Access, and she went to classes till she was 10 with me. And then she said, no, I'm not coming with you. I'm going to play. You will do it for me with 10. Und dann war es einmal so, sie war 5, als ich mit Access gestartet habe, und bis sie 10 war, ist sie zu jedem Kurs mitgegangen. Und als sie 10 war, hat sie gesagt, ich komme nicht mehr mit, ich gehe spielen. Du machst das schon für mich. Yes, and it's good for people to know that children can come and they have to listen to foundation or go through foundation, and they can come for free until 15 years old and then half price until 18. Und es ist vielleicht auch gut zu wissen, dass die Kinder, sie müssen aber zu einem Foundation gehen, dass sie bis 16 kosten, 15, 16, 15. 16, bis 16 Yes. kostenfrei dabei sein können und von 16 bis 18 den halben Preis zahlen. Children are welcome to Vienna. Kinder sind natürlich auch herzlich willkommen in Wien. Und das Coole ist, wir werden auch bei diesem Kurs mehrere Übersetzungen haben. And the cool thing is, we will have several translations. Also es wird wirklich ein internationaler Kurs werden. So it will really be an international class. Und das ist immer für mich so auch so ganz cool, wenn wirklich so ganz Menschen, Körper von wirklich verschiedenen Kulturen, Nationalitäten zusammenkommen. And I think this is so incredible when different people from different cultures and bodies come together. So wie du vorher gesagt hast, Kaletta, ja, was kann das wirklich bei uns bewegen? Was kann das bei uns verändern? So as you said, Kaletta, what can it change with us? Yes. It's true. And if you listen to this and English, it's not the best for you. Just you can write to us, and ask for a translation in your language, and we'll see what we can do for you. Und wenn du Englisch nicht so gut kannst, dann kannst du uns einfach schreiben und wir werden die Sprachen organisieren und wir schauen, was wir für dich tun können. So in this moment we have Hungarian, so English, German, Hungarian, French, Hebrew, Wow. Romanian possible. So whatever requests, we'll do our best to make it happen. So, in dem Moment haben wir Ungarisch, Hebräisch, vielleicht auch Rumänisch, Englisch, Hebräisch, Rumänien, Hungarian, Ungarisch. Und Deutsch. Ah, German, of course. Deutsch natürlich. Of course. Ja, ihr Lieben, also spürt mal wirklich rein, fragt eure Körper und ja, herzlich willkommen in Wien. Wir freuen uns riesig auf dich. Yes, so just feel a little in your bodies and what will it contribute to you? And you are warmly welcome in Vienna. Yes, we are looking Thank forward to you. have fun Absolutely. in Vienna and change and yes, enjoy each other's presence. So, wir freuen uns schon sehr und wir möchten also euch einladen, unsere Präsenz miteinander zu genießen. Absolut. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil ich ja in Wien lebe. And maybe a little hint because I live in Vienna. Wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, in einer Stadt im Sommer, never ever. If you say in a town in summer, niemals, jemals. Never Also ever, ja. wir sind wieder zur lebenswertesten Stadt gewählt worden, weil wir haben wirklich, so wie Caletta sagt, nicht nur kulturell, sondern es ist wirklich eine grüne Stadt. Du wirst es lieben und genießen. Yeah, and you will really love it because we have a lovely town and it's really a green town in Vienna. Yes, and I've just seen like you. Few days ago, I think you had a really amazing concert at Schönbrunn outside. Classical music was really nice, and I am asking what it will take to have some concerts during our week in Vienna.
Und ich habe gesehen, da war ein wunderbares Konzert in Schönbrunn. Und was würde es wirklich brauchen mit dieser wunderbaren Musik, klassischer Musik, dass es auch während unserer Zeit in Wien ein so ein Konzert gibt? Oder Konzerte. Also, ja, danke Margarete, danke, dass du uns übersetzt hast und ja, ihr Lieben, danke fürs Zuhören und ja, vielleicht bis ganz bald. Thank you everybody for listening and danke Margarete. Thank you, Margarete, for translating. And maybe we will see us soon in Vienna for the 3-day body class from 12th to 14th of August. Und vielleicht sehen wir uns ja bald in Wien zur 3-Tage Körperklasse von 12. bis 14. August. Danke, 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 thank danke, you, danke, Caletta. danke. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao.